Wir unterstützen SOS Kinderdorf, weil wir benachteiligten Kindern helfen möchten. Wir sind gerade auf einer Baustelle. Hier in Dortmund wird SOS Kinderdorf eröffnet. Wir sind einfach auch in einer Position, wo man vieles bekommt, ja auch eine große Reichweite hat. Und ich finde, man sollte die einfach auch nutzen, um andere Menschen zu aktivieren, um zu spenden und einfach auch was zurückzugeben. Deshalb ist das SOS Kinderdorf ja auch eine total gute Möglichkeit, uns auch selbst mit einzubringen, auch aktiv zu werden. Wo das mit dem Projekt losgegangen ist, waren wir natürlich direkt dabei. Da wir nächstes Jahr unser Nachwuchs erwarten, rückt das natürlich noch mehr in den Vordergrund. Ich war schon immer so ein Typ, was auch einfach in der Familie lag oder liegt, anderen Menschen auch zu helfen, denen es halt einfach nicht so gut geht. Es gibt da viele Kinder gerade, die uns auch sehr am Herzen liegen, schon immer, die einfach Probleme haben, zu wenig zu essen haben hier in Deutschland oder ja, einfach in schwierigen Familien sind. Für mich bedeutet Familie alles. Also da versucht man alles für die Familie zu tun, vor allem wenn es nicht so gut läuft. Familie ist einfach das Wichtigste. Ohne meine Familie wäre ich nicht der Mensch und auch nicht der Sportler, der ich jetzt bin. Sie haben mich immer unterstützt und deswegen ist es, glaube ich, hier einfach auch so wichtig, dass es hier so aufgebaut ist, dass man das Gefühl von Familie zurückbekommt. Ich glaube, das ist das Wichtigste für Kinder, dass sie einfach eine Bezugsperson haben und einen Rückzugsort, wo die sich gern aufhalten. Auch schon Teil zu sein, irgendwie zu wissen, da kommt eine Küche hin, da kommt das Kinderzimmer hin, so schon so ein bisschen zu wissen und auch seine Fantasie spielen zu lassen, wie das dann alles mal aussehen wird, war auf jeden Fall schön und ich glaube, es wird dann einfach auch spannend sein für uns in Zukunft dann zu sehen, wie das immer mehr wächst und voranschreitet. Das Allerwichtigste ist, dass die Kinder sich einfach wohlfühlen, dass sie sich geborgen fühlen und ja, tun alles damit die Kinder und Jugendlichen einfach einen Ersatz zu Hause haben und sich einfach wohlfühlen.